Was für ein Keller? Oh. Was? Hoffnungslos. Du bist gewachsen, Mortimer. Oh, danke. Ja, ja, wir haben Spaß. Schlaf gut. Ah, schön. Okay, betrachte die Leuchtqualle. Eine Standard-Leuchtqualle, wie man sie hier überall findet. Diese hier leuchtet allerdings nicht mehr und wird es auch nie wieder. Schade. Leuchtquallen sind eigentlich genügsame Tiere. Sie brauchen Wasser und ab und zu etwas Futter. Ich schätze mal, dieser hier hat seinen letzterem gefehlt. Hm. Betrachte den Ofen. Das ist die Rückseite des Kamins. Wenn MacGuffin Essen aufwärmen wollte, musste er es nur in einen der beiden kleinen Kachelöfen schieben. Richtig. Ach, guck mal. Ein kleiner altertümlicher Schild. Die Innenseite ist blank poliert. Was haben wir denn noch? Ah, ein Holzzuber. Ein Holzzuber? Etwa halb voll mit Wasser. Na toll. Na toll. Darin schwimmt die Wäsche des Professors. Weiße Hemden, graue Socken, rote Unterhosen. Ein Holzzuber. Na toll. Oh, super. Oh. Ah, ja, wir haben die Holzschachtel komplett übersehen. Hm. Eine kleine Holzschachtel. Sieht nicht antik oder allzu wertvoll aus, aber trotzdem eine schöne Arbeit. Sie ist abgeschlossen. Na toll. Zum Glück haben wir einen Schlüssel. Mal sehen. Im Kästchen liegt ein Stück Papier. Der Zettel ist eng beschrieben. Deus ex machina. Der Geist in der Maschine, lautet die Überschrift. Da ist auch eine Zeichnung von einer Steinfigur. Zu ihren Füßen steht eine Schüssel mit einer Flüssigkeit. Mal sehen. Der Geist in der Maschine kennt alle Geheimnisse dieses Hauses, steht hier. Bla bla. Fülle den Treibstoff in die Schale zu Füßen der Maschine, um den Geist zu wecken. Treibstoff? Ah, hier. Mahle die Bohnen und kippe das Pulver in kochendes Wasser. Fülle den Trank dann in die Schale. Das hatten wir schon. Die Bohnen erhältst du aus der Maschine. Seltsam. Eine Maschine, die alle Geheimnisse des Hauses kennen soll? Oha. Wir müssen Kaffee kochen. Kaffee kochen. Wir machen draußen erstmal das Feuer an. Dann haben wir das schon mal hinter uns. Dazu nehmen wir unvorstellbar wertvolle Dokumente. Ein Stapel Pergamente und Papiere. Sehr alt und schon etwas brüchig. Ja, komm, was soll's. Das braucht der Alte ja nur auch nicht mehr, ne? Das geht sogar. Die werden gut brennen. Sie sind staubtrocken. Oh, der wird uns töten. Ich versuche es mal. Was? Ja, was denn? Mal sehen. Gut. Das Wasser kocht. Ja. Eine Gießkanne voll heißem Wasser. Gut. Jetzt brauchen wir... Warte mal. Jetzt brauchen wir... Ah, wir müssen nochmal mit ihm hier reden. Ich glaube, wir müssen den Bottich davor schieben oder so. Na, großartig. Ja. Hallo, Mortimer. Hallo. Ja, hör zu. Ich muss diesen Geheimkeller finden und ich glaube, du kannst mir helfen. Also reiß dich bitte zusammen. Natürlich, natürlich, natürlich. In Ordnung. Dann habe ich einige Fragen an dich. Also. Erst einmal. Ich sage es dir noch einmal, ich bin nicht Mortimer. Natürlich nicht, wenn du das sagst. Mortimer wurde entführt und ich wollte ihn retten. Das ist ja schrecklich. Du musst dich verstecken.
Ich? Was? Wieso? Man will dich entführen. Das hat man schon. Mortimer meine ich. Man hat Mortimer schon entführt. Aber es geht doch nicht. Wer unterhält sich denn dann abends mit mir? Mortimer ist dein Freund, oder? Hat er dich ausgebuddelt? Ja, das kann man so sagen. Ich lag ziemlich lange im Dunkeln. Irgendwann öffnete sich der Deckel und Mortimer war da. Seitdem wohne ich bei ihm in der WG. Oha. Tja, wie es aussieht, wird Mortimer in nächster Zeit nicht für dich da sein, um mit dir zu plaudern. Wir plaudern nicht. Wir diskutieren, wir beratschlagen, wir debattieren, wir plaudern. Aber niemals würden wir Skifahren. Was? Hm? Wieso? Willst du etwa Skifahren? Nö. Ich will nicht Skifahren. Was? Was ist Skifahren? Oh. Keine Ahnung. Der ist anstrengend. Wer bist du überhaupt? Hattest du einen Unfall in einer Mullbindenmanufaktur? Nein, ich bin eine Mumie. Wird Mumien bei der Mumifizierung nicht das Gehirn durch die Nase gezogen? Kann ich mir nicht vorstellen. Schon. Kannst du mir sagen, wo die Geheimtür ist und wie man sie öffnet? Du wirst vergesslich, Mortimer. Ja, genau. Also hilf mir auf die Sprünge. Wie öffne ich doch gleich die Geheimtür? Welche Geheimtür? Langsam ist es nicht mehr witzig. Was? Das. Die Geheimtür zum Keller. Wie kann ich sie öffnen? Du fummelst da immer an diesem Ding herum. An dieser Steinfigur. Und dann wird die Geheimtür geöffnet und du verschwindest irgendwo. Und wohin genau geht man? Gehe ich dann? Das weiß ich nicht. Ich habe meinen Sarkophag seit 4000 Jahren nicht mehr verlassen. Kein Wunder, dass du einen an der Wahl hast. Sie sind nicht Mortimer. Warum geben Sie sich als Mortimer aus? Ich hab genug. Tschüss. Tschüss. Oh, der ist so anstrengend. Okay. Hier vielleicht. Oben auf dem Sockel gibt es eine sechseckige Vertiefung. Vielleicht die Halterung für eine Statue. Diese Statue? Oben auf dem Sockel gibt es... Ja. Ich habe keine Statue. Eine Statue. Statue. Können wir hiermit vielleicht noch irgendwas anstellen? Ein Holzzuber. Ja. Warte mal, ich probiere mal irgendwas. Dann funktioniert der Spiegel. Nicht ganz so gut wie ein echter Spiegel, aber ich kann mein Spiegelbild sehen. Ja. Sieht gut aus. Wie immer. In dem improvisierten Spiegel sehe ich nur mich und einen Teil des Raums hinter mir. Gut, und... In dem Impro... Jetzt? Ich muss da hier draußen irgendwas haben, oder nicht? Ah, guck mal. Hier oben kommen wir nicht dran, oder? Seltsam. Wo das Kleine... Es sieht aus, als... Nee, kommen wir nicht hin. Cheep, was hast du denn noch zu sagen? Ich bin ein wenig ratlos. Lieber nicht. Ich... Okay. Hier hinten kommen wir auch nicht hin. Müssen wir da jetzt noch... Ich kann das Gestrüpp nicht mit bloßen... Müssen wir da jetzt noch Gartenarbeit betreiben, oder was? Von was für einer Maschine ist die Rede? Der Zettel zeigt eine Art Steinfigur. Ohne die Maschine hilft mir der Rest auch nicht weiter. Hier ist eine Steinfigur. Aber wir können hier sonst nichts machen. Wir können hier... Hiermit müssen wir aber wahrscheinlich den Kaffee... Das ist eine primitive Mühle. An den Seiten kommt dann das Mehl. Ja. Damit müssen wir wahrscheinlich den Kaffee malen. Ist vielleicht noch irgendwas in dem Kistchen hier? Da ist noch etwas. Unter dem Papier war eine sechseckige Steinscheibe versteckt. Auf der Oberseite hat sie so etwas wie einen Knauf. Sonst noch was? Mehr ist nicht drin. Okay. Die Kiste ist leer. Eine sechseckige Steinscheibe mit einer Art Knauf in der Mitte. Am Knauf kann man sie gut festhalten. Kann ich das vielleicht? Geht das? Mal sehen. Passt perfekt. Ob man... Ja... Wie hübsch. Ach was.
Oh ja, sehr hübsch. Das ist die ominöse Maschine, in der der Geist leben soll. Zu ihren Füßen steht ein Behältnis für den Treibstoff. Die Statue hat kleine Löcher in der Nase und es scheint, als könne der Mund geöffnet werden. Ein Kaffeeautomat! Hallo, du da drin! Geist, gib mir die Bohnen für deinen Trank. Oh mächtiger Geist in der Maschine, gib mir die Bohnen für deinen köstlichen Göttertrunk. Sieh es mal so, wenn du mir nicht die Bohnen gibst, kann ich dir deinen dämlichen Trank nicht mixen. Damit ist niemandem gedient. Aha. Warum nicht gleich so? Hey, du Geist! Wenn du doch über alles in diesem Haus so gut Bescheid weißt, dann sag mir, wie geht es weiter? Hallo? Die Schale ist einige Zentimeter tief und leer. Am Boden sieht man bräunliche Verfärbungen. Das ist eine Tasse. Die Schale. Die Schale. Komm ich wieder? Ach, da. Okay, wir gehen mal Kaffee mahlen. Aromatische Bohnen. Halt. Sie sind ziemlich hart, fast wie Nüsse. Etwas in der Art habe ich noch nicht gesehen. Tja, muss mal den Trunk probieren, der daraus entsteht. Junge Dame. Es funktioniert. Die Bohnen werden zu Pulver gemahlen. Das war's. Wir haben Kaffeepulver. Na gut. Das Wasser verfärbt sich bräunlich. Und es riecht... nicht übel. Damit ist der Treibstoff für die Maschine fertig. Treibstoff. Ja, nicht nur ein Treibstoff für Maschinen, auch für Menschen. Es ist noch Kaffee da. So, dann wollen wir dich... Ja, wo kommt das denn jetzt rein? Hey, du Geist! Wenn du doch über alles in diesem Haus so gut Bescheid weißt, dann sag mir, wie geht es weiter? Hallo? Und wehe, dieser ganze Aufwand war umsonst. Jetzt bin ich mal gespannt. Was? Hallo? Du, Geist, ich muss in den Geheimkeller. Hilfst du mir jetzt? Das ist gerade ein Äffchen. Danke. Können wir noch Nein, ich will nicht. Und du kannst mich nicht dazu zwingen. Doch. Nein, ich will nicht. Doch. Nein, ich will. Doch. Nein, ich will. Ach, Mann. Cleverer Mechanismus, muss man schon sagen. Das wäre also der sagenumwobene Geheimkeller. Oha. Der Keller geht hinter diesem Gitter noch weiter. Ich kann nichts erkennen, aber ich würde wetten, dass sich das Buch im abgesperrten Bereich befindet. So, Mädchen, komm mal hier ins Licht. Kann ich dich anders... Ja. So. So. Ich werde an dieser Stelle mal eine kleine Aufnahmepause einlegen. Bis jetzt gefällt mir das Spiel sehr gut. Atmosphärisch sehr schön. Man kann sich richtig gut in diese Welt einfinden. Und in diese Geschichte fallen lassen. Ich hoffe, euch gefällt das Spiel auch. Ich hoffe, ihr... Also, was heißt ich hoffe? Aber ich denke mal, ihr werdet es bestimmt auch schon kennen, das Spiel. Ist ja schon ein wenig älter. Ja, wie es in diesem Geheimkeller weitergeht, erfahren wir dann in der nächsten Aufnahme. In der nächsten Folge, weiß ich nicht. Vielleicht auch in dieser Folge, je nachdem, wie ich schneide. Ich verabschiede mich.
Bis dahin, macht's gut, tschüss.